Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty 2, dem ältesten Shooter, den ich je gespielt habe. Naja, ist so, eigentlich. Erstmal wieder Empfindlichkeit runterstellen, Lautstärke runterstellen. Ja. Ich glaube, das war etwas zu heftig. So. Ja. Ich habe jetzt 2 Wochen Pause gemacht. Und mein Spiel hat gerade richtig krasse Frame-Einbrüche. Das geht wirklich nicht. So, okay. Ich habe 2 Wochen Pause gemacht. War Kajak fahren in Osttirol, richtig geil, muss ich sagen. Wow, wo schießt der denn mich ab? Ah. Okay, ich muss doch noch mal leiser stellen. Nachladen. So. Jetzt geht's. Jetzt können wir auch spielen. Naja, ich. Use your grenade! Wo ist mir hin? Können wir nicht tun? Ich glaube, wir müssen weiter. Ach. Scheiß. Geht doch. Ich nehme lieber die Tops. Das ist irgendwie einfacher. Ein Soldat. Diesmal versuche ich mal mit den Originalwaffen zu spielen. Boah, scheiße, hab ich mich erschreckt. Ja. Wow! Wer kommt denn da alles an? Was machen die denn alles? Okay, ich bleib schon mit dir. Oder erstmal hier, was hier noch so liegt. Ne? Schön eingerichtet, so mit Toilettenschüssel und einem Wasserhahn, einem Zweitwasserhahn und einem Spülbecken. Ja. Kann man hier die Teile zerschießen? Geil! Geht sogar. Wow! Mann, die hatten damals vielleicht schon ein paar Entwickler. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da. Go, go, go! Come on! Move, move! Und. Da. Sniper bitte. Ich kann mal wieder nicht zielen. Ich nehme lieber mal wieder meine normale. Boah! Ich habe hier das Gefühl, überall im Weg zu stehen. Warum? Leider habe ich zu schlecht geworden. Eindeutig, wirklich eindeutig. Ach da. Oh, ich hab nachgeladen. Was, bin ich ein Idiot? Ich
sehe die einfach nicht. Warum? Wow, nein, ich möchte nicht sterben. Ich möchte das Ding nicht nochmal spielen. Nicht mehr von vorne. Braybert, McCloskey, Ward, Carter, hold here and watch the road for German reinforcements. Okay. Taylor, you're with me. Ich hab mich wohl hier zu ziehen. Let's get that roadblock set up. Also da entlang. Okay. Ja. So viel zum Thema Orientierungssinn und geistige Gegenwart. Ah, schön, dass hier die Fliegen fliegen. Taylor, here they are!